jetzt wird es Zeit, dass wir auf unseren Sitzen zur Ruhe kommen und Fahrern dabei zusehen, wie sie gleich alles geben. Willkommen erneut hier in Singapur, wo wir uns gerade darauf vorbereiten, dass die Ampeln endlich auf grün stehen. Uns erwartet der Beginn einer fantastischen Qualifying-Session. Tja, schauen wir mal, liebe Leute. Es soll ja später auch regnen und ich bin im Regen. Ich hasse es einfach, im Regen zu fahren. Ne? Deswegen. Aber gucken wir erstmal. Okay. Läuft ja gut. Haben uns etwas Zeit gekostet. Komm schon, fliegen wir runter. Raus, raus. Ist nicht wahr. Ey, hol ich die Karre dagegen, ey. Ja, es regnet. Super. Mal gucken, wie ich die Zeit jetzt so mache. Ja. Oh, der bleibt auch nicht stehen. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an. Ich komme nicht rum. Oh, Alter. Wendekreis 0. Ja, Bang. Ja, für was denn? Die Karre. Ja. Ne, wieder eine Box. Ich merke das schon in den Kurven. Fünf Plätze verloren. Ja, fängt dann super an. Auch wieder eine Minute. Mechaniker sind wieder die 1-Euro-Jobber. Ja, komm raus. Ah, ich lasse mich bei. Ich habe noch keine Zeit hinterlegt, das ist schön. Wo muss auch in Singapur Regen sein? Komm, jetzt hole ich mir mal den Platz, die Zeit hier. Und dann geht da in der Arsch ein bisschen weg. Hm.
Mann, ey, ich hasse Regen, ey. Ja, lenk mich mal ab, ey. Ja, was soll ich machen? Fliegen? Die Karre will ja nicht anders. Wenn ich Power gebe, fliege ich raus. Na, 20 Tage, nicht mal eine Zeit hingelegt, richtig. Ist das schön, ey. Guck, da rutscht die Karre direkt, wenn du dir Gas geben willst. Wie willst du denn deine Zeit hinlegen? Voll an der Kopf schnell. Ich bin voll an Driften hier, ey. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel sanfter? Ich fahre nicht mal schnell. Rutscht der Wagen, ey. Das ist doch nicht normal im Regen. Nur mit dem Gas spielen. Ich muss mal hoffen, dass wir 20. bleiben. Ja, erfolgreich. Läuft doch gut. Die 5 Plätze muss mir nicht geben, die habe ich mir schon selber hier. Alter, wir haben die 40 erreicht, 1,41. Haben die Nagel im Reifen, dass die im Boden befestigt werden? Ich habe da versucht, in der Kurve Gas zu geben. Ja, Klappe halten. Sprechen wir darüber. Sie werden das Rennen nicht an der Spitze bekommen. Klappe halten. Glauben Sie, dass diese Gridstrafe berechtigt war? Aua! Für dich ja. Papa! Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Wie? Du hast Lack? Das Wetter ist während des Qualifyings nicht ideal gewesen. Für dich vielleicht. Danke für den Kommentar. Na, nichts zu lang. Nächstes Mal nicht. Aber
Singapur kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Und hier wartet man heute bei den grellen Lichtern am Hafen im Marina Bay District auf den nächsten großen Preis. Es werden sehr lange, sehr harte Runden und es gibt nur ganz wenig Spielraum für Fehler. Heute Abend werden wir hier in Singapur so etwas wie ein Langstrecken-Formel-1-Rennen erleben. Wenn man die vielen engen Kurven und das aktuelle Wetter ansieht, dann stehen die Chancen heute gar nicht so schlecht, dass wir ein Safety-Car zu sehen bekommen. 23 Kurven warten, 10 rechts, 13 links und eine Gesamtstreckenlänge beim Marina Bay Circuit von 5 Kilometern. Beim heutigen Rennen wird uns Stefan Römer begleiten. Schön, dich zu sehen. Was denkst du über das Rennen und wie sind die Bedingungen auf der Strecke? Um ehrlich zu sein, sieht es dort draußen ein bisschen kalt aus. Die Reifen haben einen relativ beschränkten Betriebsbereich, wenn es um die Temperatur geht, bei der sie den besten Grip haben. Wenn die Strecke kalt ist, ist es wesentlich schwieriger, die Temperatur hochzuhalten, wodurch Grip verloren geht und dadurch vielleicht mehr Fehler entstehen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lukas Weber startet von der Pole Position und Max Verstappen steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Hamilton, Leclerc, Carlos Sainz Jr. und Ricciardo. Bottas, Gasly, Grosjean und Sebastian Vettel. Butler, Raikkonen, George Russell und Stroll. Hülkenberg, Albon, Sergio Perez und Kevin Magnussen. Norris, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Wolf. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Ich frag mich echt, warum ich mir das antue. Okay, es geht los. Glaub nicht, dass ich da eine Platzierung hinkriege. Ich fahre einfach ganz gemütlich. Hey Jungs, wartet auf mich, ich komm noch. Nicht so weit weg. Ja, super, ich rutsch auf ihn ein. Schön. Da bremst du schon und rutschst auf ihn drauf. Geile Karre. Lieben wir. Ich frage mich, für was die Bremse gibt. Ja. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Oh, sieht doch gut aus, wie ich mich schlage zurzeit. Im Regen. Ja, schlimmer erwartet, ey. Ja, toll, du Hund.
Hast du noch alle oder was? Wer hat denn dir in Gehirn geschissen? Nur weil du nicht vorbeikommst, heißt nicht, schieb mich an. Ich hoffe, du kriegst eine Strafe dafür, ey. Alter. Den Radardaten nach wird der starke Regen eine Weile anhalten. Oh ja. Sieht doch gut aus. Bis jetzt, liebe Leute. Boah, das war knapp. Super. Ein Vollventil ist beschädigt, der wird die Performance beeinflussen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder das mit dem neuen versuchen? Wir halten Stand. Thank you.
Alter. Braucht er denn? Durch den kaputten Flügel verliere ich noch mehr an Tempo. Ey. Na, komm schon. Noch keine Box, ey. Ich bin hier gerade im Spiel. Siehst du auch gerade nicht, ne? Ja. Warum kriegt mir so ziemlich an dieser Gewichtstasche vorbei? Ach, komm schon, Auto. Mann. Ein
paar Informationen zu Paris. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Aha. Yeah, 18. Natürlich mehr verlangen, ja. War klar, warum auch. Oh, Wagen, ey. Rutscht hier voll weg. Yeah, jetzt haben wir die Arschkarte. War ja nur Frage der Zeit in der Kurve, dass ich die Karre davon setze. Damit
Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Fahren, driften hier. Abstand zum Auto vor dir beträgt 27,4 Sekunden. Naja. Safety Car auf der Strecke. Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Delta. Halte es im positiven Bereich, während wir uns dem Feld nähern. Okay, langsamer werden. Langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Thank you.
Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Alter, wie schweizen sie schon weg? Ja, super, rutscht der da drauf, ey. Scheiß Karl, ey. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Ach nee. Es kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Ich krieg die nicht eingeholt, selbst in dem Tempo nicht. Ist das krass. Den soll ich auch überholen, du Honk. Kannst du mir das mal sagen? Sind alle ganz woanders. Ups. Wo ist der schnell? Ich auch.
Na komm. Ja, super, das war's. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Alles in Ordnung, alles gut. Das ist nicht gut gelaufen für mich. Kein bisschen. Nee. Aber es Regen, wie ich gesagt habe, Regen und dann Singapur. Kannst du knicken. Karre war nur an Rutschen. Das Team von Williams zeigt heute hier deutlich, was in ihnen steckt. Da verratet mir mal eure Taktik. Was eure Karre kann, ey. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrern zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Es ist an der Zeit, die Trophäen zu überreichen, denn die erfolgreichen Fahrer begeben sich zum Podest. Es war wirklich ein hartes Stück Arbeit heute für Williams, aber das Team hat letztlich den Sieg verdient. Ach ja, wäre doch langweilig, wenn ich hier jetzt Rennen gewinnen würde. Dann würdet ihr ja auch nicht mehr zugucken. Müsst ihr ja mal überlegen, ne? So ist es spannend. Und ich kann nur sagen, dass in der Saison 3, in der nächsten Saison, schwöre ich euch, wird es besser laufen, viel besser. Max Verstappen sollte mit seiner Leistung hoch zufrieden sein. Er macht weiter mit der Spitze der Rangliste. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich entscheide mich für Pierre Gasly. Das Team hat einen großartigen Job geleistet, ihn im Feld anzuweisen. Aber im Endeffekt muss der Fahrer aus diesen Gelegenheiten Kapital schlagen und das hat er mit viel Geschick getan. Die Konstrukteursmeisterschaft mag an diesem Punkt eine ausgemachte Sache sein. Ja. Wo nun Williams endgültig uneinholbar geworden ist und sich so den Konstrukteurstitel sichern. Sie sind erneut Formel-1-Weltmeister. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, Gott sei Dank ist das Rennen vorbei hier in Singapur, ehrlich gesagt. Nee. Oh, Max Verstappen. Ich bin mir ganz sicher, der wird Weltmeister. Oder ist schon Weltmeister. Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen wir noch haben. Müssen wir später uns mal angucken. Ja. Ich bin 11. Platz mit 40 Punkten. Komm. Dass die Saison nicht meine Saison ist, hat man schon am Anfang gesehen. Ja, bei Mercedes angefangen. Lief gar nicht gut. Gar nicht gut. Dann gewechselt nach Alfa Romeo.
Da lief es überhaupt auch gar nicht. Und jetzt hier bei Renault. Ja, ich sag mal, einmal Siebter und jetzt nicht hier eine Platzierung geschafft. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, es läuft nicht. Es läuft schon was. Ja. Ja. Williams, ey, die hauen hier auf Kacke, das ist schon krass. Na gut, dann gucken wir uns jetzt mal, wie viele Rennen wir noch haben. So, ja, wir haben noch ein paar Rennen vor uns, können uns noch Punkte gut machen. In Russland müssen wir noch fahren, Japan kommt noch, Mexiko kommt noch, USA kommt noch auf uns zu, Brasilien und dann Abu Dhabi. Ja, wir haben noch 6 Rennen vor uns. Es ist noch viel machbar hier. Einmal auf Podium stand ich, seitdem nicht mehr. Ja. Ich könnte ja mal zurückgucken, wie Saison 1 mal war. Schaut mal, da habe ich für McLaren bin ich gefahren, für McLaren. Für normalen McLaren. Da wurde ich dreimal Erster. Dreimal Erster. Dann Fünfter, Fünfter, Siebter, Fünfter, Achter, Zehnter, Sechster, Siebter. Da war die Saison für mich eigentlich verdammt gut. Aber da hat sich das ja tierisch nachgelassen. Es lief nicht mehr. Wie viele Male bin ich mit dem Auto ausgefahren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Mal. Okay, da bis jetzt kann man sagen nur 4 Mal bin ich. Ja. Wo steht da 19. Platz? Okay. Verstehe ich jetzt nicht, aber auch egal. Aber da steht 4 Mal. Na gut. Jo. Platzierungen seht ihr ja. Einmal Siebter, dann nochmal Siebter, dann wurde ich Dritter, dann Vierter. Ja. Aber liebe Leute, mein Ziel ist es jetzt. Jetzt wirklich. In Russland, in Japan, in Mexiko und in den USA, Brasilien auch noch. Abu Dhabi auch noch in den 6 Rennen in Punkte reinzufahren. Wo genau, weiß ich nicht, aber das ist jetzt mein Ziel, dass ich noch Punkte hole und es vielleicht noch schaffe. Ja. Ups. Ja, hochzukommen. Stand 11. 11. Platz. Mein Ziel ist, unter den besten 10 zu kommen. Ziel ist noch machbar. Ist noch alles offen. Wenn ich jetzt nur in den Punkten reinfahre. Letzte Saison lief es richtig gut für mich. War ich 7. mit McLaren. Mit 136 Punkten. Ich ärgere mich immer noch, warum ich vom McLaren weggegangen bin. Ich wäre lieber geblieben und hätte noch was gewartet. Aber nein, man will ja direkt hier auf der Kacke hauen und ja, man sieht ja, was draus wird. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Jetzt gleich mache ich einen kleinen Livestream, weil gestern konnte ich keinen Assassin's Creed Ezio rausbringen. Deswegen baller ich gleich einen Livestream dafür raus. Vielleicht war der Livestream auch schon, bis das Video rauskommt. Ja, das heißt, dann Formel 1 wird gezeigt und Assassin's Creed 2 Ezio wird auch dann noch gezeigt. Alles auf einen Donnerstag. Wo gibt's das nur? Hier bei Killerbear. Gaming.
Ja, und Freitag, so gesehen morgen, FIFA 20 Karriere. Bayern schwankt zurzeit auch. Ja, mal schauen, wie da die Saison wird, ne? Na gut, ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch einen schönen Abend und bis dann.